Zuerst möchte ich mal rügen, dass die Außenministerin bei der ersten außenpolitischen Debatte nicht da ist. Wir haben keine Entschuldigung gehört. Wo ist die Außenministerin? Dann muss man sich offiziell entschuldigen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die einleitenden Bemerkungen, Herr Trittin, bevor ich Sie aufrufe, einen ganz klaren Moment. Die einleitenden Bemerkungen des Kollegen Gauland veranlassen mich zu einer Feststellung. Die Außenministerin der Bundesrepublik Deutschland, Annalena Baerbock, hat sich ordnungsgemäß beim Deutschen Bundestag in Wahrnehmung dienstlicher Aufgaben abgemeldet, was auch selbstverständlich ist. Und ich will darauf hinweisen, man hätte das, dass sie in Paris sich aufhält, nach Brüssel weiterfliegt und morgen in Warschau sein wird, schon seit gestern Abend die Presseveröffentlichung nehmen können. Man muss im digitalen Zeitalter nicht auf gedrucktes Papier warten, bis man diese Erkenntnis gewinnen kann. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, hurtig, weil wir so viel überzogen haben, dass es schon schmerzt. Herr Kollege Daldrup, Sie sind doch ein altgedienter Kollege, hurtig. Nein, es geht darum, dass er die Usance dieses Parlaments kennt. Bei den Jungen kann man die Wiedersehensfeiern noch verstehen, bei den Älteren eher nicht. Herr Kollege, ich gehöre ja schon zu den Älteren und ich finde schon, dass wir jetzt auch zu Ende kommen sollten. Lassen mich da irgendwie optimistisch sein. Vielen Dank, Frau Kollegin Schön. Bitte? Oder reden Sie noch weiter? Es hört sich gerade so an, als seien Sie zu Ende. Ach so. Nee, ich habe noch eine Minute und würde das auch ganz gerne noch weiterführen. Vielen Dank, Herr Kollege Mayer. Vielleicht können die Haushaltspolitiker ja mal nachrechnen, was es bedeutet, wenn jeder seine Redezeit um eine Minute überzieht, was am Ende des Tages dabei rauskommt. Das wäre doch eine gute Aufgabe. Insbesondere auch an NRW. Gehen Sie den Weg dieser Bundesregierung mit. Er gibt Kommunen Handlungsmöglichkeiten und stärkt diesen Staat. Vielen Dank, Herr Kollege Rode. Redezeit ist zu Ende, ja, so ist es. Herr Präsident. Vielen Dank. Herr Kollege Rode, aber bei uns kam auch irgendwie an, dass die Rede zu Ende ist. Also thematisch war sie jedenfalls zu Ende. Vielen Dank, Frau Kollegin Beck. Nein, das war nicht die erste Rede. Tut mir leid, aber ich hätte es sonst angekündigt. Es war nicht die erste Rede. Streiten Sie nicht mit mir. So, nächster Redner ist der Kollege Dr. André Berkerger, CDU-CSU-Fraktion. Herr Kollege Schrödi, nun kommt eine erste Rede. Es kommen noch zwei weitere erste Reden dann aus der SPD-Fraktion. Für Ihre erste Rede, kleinen Moment. Also bei uns gilt der Grundsatz, ich rufe auf und dann kommen Sie. Ne? So, aber vielen Dank, Herr Kollege Schäfer. Da wir das gleiche Alter haben, darf ich das ja sagen. Wenn Sie seit 50 Jahren mit Ihrer Frau gemeinsame Überzeugungen teilen, haben Sie aber früh angefangen. Also stimmt, Sie haben recht. Vielen Dank, Frau Kollegin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vielleicht wäre doch etwas weniger Emotion bei einer Debatte, die wirklich einen tragischen Hintergrund hat, angemessen. Kollege Kort, um das mal zu sagen, auch bei Beiträgen der Linken klatscht gelegentlich die AfD, ohne dass das zu denunziatorischen Schlussfolgerungen führen könnte. Und ich will darauf hinweisen, dass die Masken was Negatives und was Positives sagen. Das Negative ist, man kann hier nichts verstehen. Es könnte auch positiv sein. Also man hört hier nur eine allgemeine Geräuschkulisse und das wird der Sache nicht angemessen. Ich will nur darauf hinweisen, bei diesem Thema
Entgegen meiner sonstigen Gepflogenheit möchte ich eine Rede äußerst ungern unterbrechen, aber ich will darauf hinweisen, dass die Aktuelle Stunde wegen der 5 Minuten ein konsequentes Zeitmanagement hat. Und ich bitte darum, das auch wirklich zu beachten. Das heißt, wenn die Lampe blinkt, da vorne, Frau Kollegin und andere, dann sollte man wirklich auch zum Ende kommen. Das ist auch fair gegenüber allen anderen Rednerinnen und Rednern in dieser Debatte. Vielen Dank, Frau Kollegin Andres. Ich bin völlig begeistert, dass bei dem Thema kalte Progression einige so heißgütig sind. Gut, es gab schon bessere, ich gebe das zu. Frau Kollegin, darf ich Sie einen kleinen Moment unterbrechen, weil ich gerne den Justizminister und Frau Kühn das bitten würde, ihre Gespräche außerhalb des Plenarsaals fortzusetzen. Die AfD-Fraktion hat sich schon beschwert, zu Recht, dass sie gestört wird, und das ist auch optisch nicht sehr klug. Frau Kollegin, Sie haben das Wort, Entschuldigung. Ich meine, Sie haben sich alle so gefreut, dass ich wieder präsidiere. Das wird sich ändern mit der Freude, glaube ich. Vielen Dank, Herr Kollege Gerster. Ich bin von Sozialdemokraten nichts anderes gewöhnt. Dass aus einem Satz dann 5 werden, ist einfach der sozialdemokratischen Seele geschuldet. Wir sind damit am Schluss unserer heutigen Tagesordnung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen, erholsamen Abend. Denen, die Fußball gucken wollen, viel Erfolg. FC Bayern, viel Erfolg. FC Bayern nicht viel Erfolg. Ich kann jetzt hier nicht eine einzige Mannschaft herausnehmen. Tja, liebe Kollegen aus der Union, manchmal kommen Reden einem ziemlich lange vor, wenn sie viel Inhalt haben, nicht? Also. Vielen Dank, Herr Kollege Busen. Ich bin gerade von dem Kollegen Schriftführer der Unionsfraktion darauf hingewiesen, dass zwar nur 4% des Personals der Union anwesend sind, aber dafür 80% der Kompetenz in diesem Bereich. Ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend, das seine Stimme noch... Ich darf fürs Protokoll vermerken, dass der Kollege Jens Spahn eilt, also nicht schlendert, sondern eilt, damit wir das auch fortsetzen können. Gut, es kommen noch Vertreter der Sozialdemokraten dazu. Die typische Große Koalition der Langsamen ist unterwegs. Vielen Dank, Herr Kollege Gremmitz. Wir sind ja alle in diesem Haus überrascht darüber, dass hier auch Wahlkampfreden gehalten werden. Das ist ja völlig ungewöhnlich. Vielen Dank, Herr Minister Pinkwart. Der Langmut des Deutschen Bundestages mit Vertretern der Länder ist nahezu grenzenlos, aber auch er hat Grenzen, die in der zeitlichen Beschränkung des Beitrages gipfeln. Aber herzlichen, ja, die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages ist so, wie sie ist, Frau von Storch. Ich empfehle Ihnen, sie nachzulesen, damit Sie diese Zwischenrufe sich ersparen können. Vielen Dank, Frau Kollegin. Sie waren so erstaunt, nicht? Ja. So schnell kann der Geschlechterwandel funktionieren. Ich öffne die Aussprache und erteile als ersten Redner dem Kollegen Dietmar Bartsch das Wort, der dann, wenn er nicht da ist, ein Riesenproblem bekommt, weil damit das Rederecht erlischt. Es kann auch nicht nachgeholt werden. Ich frage jetzt noch einmal, ist der Kollege Dietmar Bartsch im Saal oder im Anlauf? Ja, die kommt, ist kein Argument. Also, wo ist er denn? Ich frage das Haus, ob Einverständnis besteht. Er ist gerade wählen, wie mir gesagt wird. Auf Einverständnis, da kommt er schon. Ja, er kommt von der Wahl. Aber auch für ihn gilt das Gorbatschow-Wort, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Vielen Dank, Herr Kollege Plumner. Der SSW-Abgeordnete Stefan Seidler hat seine Rede zu Protokoll gegeben, was mich zu folgenden 2 Bemerkungen veranlasst. Erstens, zu später Stunde bekommt man manchmal für eine Rede, die man zu Protokoll gibt, mehr Beifall, als wenn man sie hält. Und das ist der Trick, eine Rede, die man zu Protokoll gibt, hat keine zeitliche Beschränkung. Vielen Dank, Herr Kollege Brehm. Und bei den Beratungen erklären Sie uns dann, was die laute Erotik des Steuerrechts ist, nicht? Also,
fehlt gerade die Fantasie. Frau Kollegin, erlauben Sie noch eine Zwischen- oder Nachfrage von Frau von Storch? Offensichtlich nicht. Die Störche sind vorbei. Es ist gerade Storchenzeit, wenn ich darauf hinweisen darf. Frau Kollegin, ganz kleinen Moment. Herr Kollege Brandner, bei allem Respekt, die Geschäftsordnung möchte gerne intelligente Zwischenrufe, aber ja, intelligente Zwischenrufe. Eine Rednerin nur stören zu wollen, ist einfach nur stillos. Bitte halten Sie sich ein bisschen zurück. Sehr geehrte Präsidentin, Frau Ministerin, sehr geehrte Kolleginnen, seien wir ehrlich. Ich bin mir auch nicht ganz klar, wenn man der sexuelle Orientierung gerade die Macht der Gewohnheit. So. Vielen Dank, Herr Kollege Emmerich. Ich habe gesagt, vielen Dank, Herr Kollege Emmerich. Die haben zwischenzeitlich getauscht hier. Also, die Präsidentin hat sich nicht geschlechtlich verwandelt, sondern ich bin der Nachfolger. Deshalb frage ich jetzt, ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend, das seine Stimme noch nicht abgegeben hat? Ja, also bleiben auch noch genau 40 Sekunden. Ich will nur sagen, also wir reden ja gerade über Bildung, nicht? Manchmal auf die Uhr gucken ist auch ganz wichtig. Vielen Dank, Herr Kollege Glaser. Herr Staatsminister AD, machen Sie sich keine Sorgen, meine sexuelle Orientierung wechselt stündlich. Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Grässle. Seien Sie versichert, dass Sie frieren, ist keine Benachteiligung der CDU-CSU-Fraktion. Wir frieren hier alle solidarisch gemeinsam. Also ich jedenfalls auch. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Ich war früher mal ein heißer Typ, jetzt friere ich eben. Also vielen Dank, Frau Kollegin. Ich bin darauf hingewiesen worden, Frau Kollegin Türk, Nachbauer, dass Sie auf Ihrem T-Shirt ein Emblem haben. Ich darf darauf hinweisen, dass es kein politisches Emblem ist, auch wenn es so verstanden werden kann, sondern es ist das offizielle Emblem der Fußballnationalmannschaft, die in Katar jetzt gerade spielt. Und ich finde, Frau Türk-Nachbauer, Sie haben das Herz am rechten Fleck. Vielen Dank, Herr Kollege Link. Bevor der Kollege Dr. Karam Diaby das Wort hält von der SPD, teile ich mit, dass die deutsche Nationalmannschaft 1:0 führt durch Elfmeter. Sehr, sehr gerne besuchen. Sie sind sowieso immer ganz besonders herzlich willkommen. Und bei Cottbuser Baumkuchen und fürs Pücklerbier, da kann man sich auch gut entspannen. Das nimmt dann ein bisschen den Stress raus, den Sie jetzt vielleicht hier empfinden. Zusammengefasst, das, was logisch und sinnvoll ist in Ihrem Antrag, das machen wir bereits. Und darum werden Sie sicherlich Verständnis haben und einsehen, dass ich Ihrem Antrag dann am Ende doch nicht ganz zustimmen kann. Aber die Einladung, die steht. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Das wird ja eine richtige Sause, wenn 739 Abgeordnete durch ihn auflaufen. Also. Nur die Union. Ich glaube, das ist ein Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot von Andersgläubigen. Und Rio Reiser begann eine kommerzielle Karriere, König von Deutschland. Mit 46 Jahren starb er auf dem Bauernhof, vermutlich infolge seiner Alkoholkrankheit. So viel zu: Die letzte Schlacht gewinnen wir. Ich fand Tonsteine Scherben gut. Herr Kollege, Sie müssen mich mal mit Frau Präsidentin anreden, das ist kein Problem. Nein, das will ich natürlich nicht machen, Herr Präsident. Vielen Dank, Herr Kollege Inderbeek. Da Sie nicht der Einzige sind, der seine Rede mit Frau Präsidentin beginnen wollte, kann ich nur sagen, die statistische Wahrscheinlichkeit ist auf Ihrer Seite. 83% Wahrscheinlichkeit, dass hier eine weibliche Präsidentin liegt, gegen 16% Wahrscheinlichkeit, dass ein männlicher
Präsident ist, aber die Wirklichkeit nicht, holt sie gelegentlich ein. Die unterbrochene Sitzung ist wieder eröffnet und für die Anhänger der Rheinischen Frohnatur und andere netter Menschen will ich darauf hinweisen, es ist jetzt der 11.11. in genau 10 Sekunden 11.11 Uhr. Für die Anhänger des Karnevals kann man sagen, die Karnevalssitzungen ist eröffnet. Für den Deutschen Bundestag gilt das nicht. Wir bleiben bei den ernsthaften Debatten. Und deshalb der Kollege Birkwald ist mit einem Anzug unterwegs, der zart rosa ist und nicht mehr rot. Das ist der neue Wandlungsprozess der Linken. Also in allem Ernst, ich würde doch darum bitten, dass jetzt nicht Leute in Karnevalskostüm hier reinlaufen. Vielen Dank, Herr Kollege Delikens. Ich muss bekennen, bedauerlicherweise hat sich die fußballerische Kompetenz der FDP durchgesetzt. Das Tor ist nicht anerkannt worden. Und Sie müssen gar nicht so brüllen. Hören Sie mal zu, dann lernen Sie was. Ich möchte, bevor ich der Kollegin Michelle Müntefering das Wort ergreife, vielleicht sitzungsleitend noch sagen, so einzelne Zwischenrufe sind sehr sinnvoll, beleben die Debatte, aber eine Vielzahl von Zwischenrufen verwirren nicht nur die Stenografen, sondern auch das Präsidium. Auch wenn Emotionen hochkochen, auch wenn es manchmal wirklich schwer erträglich ist, bei allen Rednern ist das gelegentlich der Fall, wir sollten doch den Deutschen Bundestag zu Debatten. Also warum Sie jetzt gerade lachen, verstehe ich jetzt auch nicht. Aber noch einmal, der Deutsche Bundestag sollte schon dokumentieren, dass er die Debattenkultur wirklich hochhält und nicht durch zu viele Zwischenrufe die Debatte stören. Vielen Dank, Frau Kollegin Kraft. Vielleicht darf ich noch darauf hinweisen, Sie können da durchschauen durch das Papier, weil es so dünn ist. Ja, die Bundestagsverwaltung bemüht sich immer äußerst ressourcenschonend, mit den Sachen umzugehen, die wir haben. Manchmal könnte man überhaupt darauf verzichten, Papier zu bedrucken. Aber das ist nicht mein Problem. Bevor ich den nächsten Tagesordnungspunkt aufrufe, möchte ich meinen Appell wie immer an dieser Stelle wiederholen, dass diejenigen, die noch besonderen Beifall haben wollen, ihre Reden vielleicht zu Protokoll geben sollten. Wir tun nicht nur was für die Bediensteten, sondern auch für die Energiebilanz. Je eher wir das Licht hier ausmachen, desto mehr sparen wir. Jede Kilowattstunde zählt. Also hören Sie auf mich einfach nur. Ich sage es Ihnen, Sie werden ins Nachtgebet der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Deutschen Bundestages einbezogen werden. Vielen Dank, Frau Kollegin Waldstein. Ich korrigiere Sie äußerst ungern, aber Sie sollten Ihre Tochter mit richtigen Informationen versorgen. Weihnachten ist in 10 Tagen, 4 Stunden und 2 Minuten, weil das ist noch nicht Weihnachten, deshalb heißt er ja Heiligabend, weil es der Abend vor Weihnachten ist. Also insofern, glauben Sie mir das. Ich weiß, das ist für die Kinder wichtig wegen der Geschenke, die kommen am Heiligen Abend, aber Weihnachten ist tatsächlich der 25. So. Interessiert Sie die Antwort, Frau Schaus? Anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Die Arroganz der Macht, da ist bei der Ampel aber ganz schön schnell eingezogen. Ja, so ist es. Unser Bundesland geht immer über die normalen Leistungen hinaus, immer. Immer. Und das werden wir jetzt mal in den nächsten Wochen abwarten. Ich finde es nur, wir werden es doch am Schluss retten, wir es doch immer für euch. Das ist doch immer so. Ja, so ist es einfach. Aber ich finde es halt einfach unredlich zu sagen, FDP, Grüne, SPD, wir fahren es an die Wand und jetzt brauchen wir euch, weil wir es allein nicht schaffen. Schade, setzen 6, Herr Kollege. Frau Kollegin, herzlichen Dank. Ich finde das bayerische Selbstbewusstsein mal wieder bemerkenswert. Aber da das Präsidium des Deutschen Bundestages ja auch Dienstleister ist, Herr Kollege Hönne, die Sitzungsleitung sitzt nicht vor, sondern präsidiert. Also Frau Präsidentin oder Herr Präsident wird immer so angesprochen, nicht als Herr Vorsitzender oder Frau Vorsitzende. So einfach nur Dienstleister. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Lieb. Ich verstehe die Aufregung der AfD-Fraktion nicht. Also ja, das ist Ihre Sicht der Dinge und es gibt andere, die sehen das einfach anders. Das ist, Frau Kollegin Weidel, das ist das Prinzip von Meinungsaustausch und Meinungsfreiheit. Wir erlauben, dass Sie dazwischen rufen, erlauben Sie, dass die anderen eine andere Meinung haben. Daran sollten Sie sich vielleicht mal gewöhnen. So. Ja. Vielen Dank, Herr Kollege Spahn. Ich
weiß ja, dass die Union schon gendert, aber ich bin immer noch männlich, Herr Spahn. Nicht? Aber, so. Vielen Dank, Frau Kollegin Künast. Mit einer Zeitüberschreitung von fast 50% haben Sie es trotzdem noch im Rahmen gehalten. Ich wollte nicht eingreifen, weil mir bei Ihrer Bemerkung, was wohl passieren würde, wenn Anne hier Schnupfen hätte und der Rest würde Medikamente bekommen, mir sofort ein Name eingefallen ist, Karl Lauterbach. Vielleicht sollten Sie das mit dem Bundesgesundheitsminister erörtern. Vielen Dank, Herr Kollege Hauer. Herr Dr. Zimmermann, Sie kommen ja auch noch dran. Also bei mir stand früher in meinem Zeugnis, Kubicki schwatzen stört da auch den Unterricht, aber hat auch nicht geholfen. Wir werden, wie Sie 16 Jahre lang gemacht haben, wenn wir Anträge gestellt haben, Ihren Antrag überweisen in unseren Ausschuss. Und dann werden wir im Detail darüber diskutieren. Und dann können Sie mit Verlaub Ihre soldatische Hose runterlassen und mal vorschlagen, was Sie für Ideen haben und nicht mit diesen kleinkarierten Anträgen kommen. Vielen Dank, Frau Kollegin Stark-Zimmermann. Nein, ich habe gerade Kopfkino. Also, Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage zulassen? Nee, Feierabend.